meine Lieben, herzlich willkommen bei Freya Surage und Wegweiser. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bedanke mich für eure Likes, für eure lieben Kommentare und für eure Abos. Ich begrüße alle neuen Abonnenten auf meinem Kanal und wir wollen jetzt mal hier die Legung machen. Was ist denn jetzt in der nächsten Zeit wichtig für dich? Weil ich finde es wichtig, dass man nicht immer nur Liebeslegungen macht, sondern dass man auch mal hier auf sich selber schaut, ne? Was da in der nächsten Zeit wichtig ist, damit du auch weitergehen kannst auf deinem Weg. Ja, und damit du auch auf deinem Weg weiterkommst. Wenn du jetzt auf dieses Orakel gestoßen bist, dann hat dieses Orakel auf jeden Fall hier wertvolle Informationen für dich. Manchmal ist es so, es kann nicht alles auf dich hundertprozentig zutreffen, aber du weißt natürlich auch dann, was du hier oder was für dich bestimmt ist. Ja? Gut, ich habe heute hier die Schutzengel dabei, dann die Lektionen deiner Seele, die Akasha-Chronik, das schamanische Traumorakel, mein eigenes Tarot der Sinne, ne, gibt es auch bei mir im Shop zu kaufen, also nur bei mir im Shop. Und dann habe ich das Gilde Treveri Lenemore. Dann gucke ich mal, was ich noch so zum Abschluss mache. Vielleicht schaue ich zum Abschluss vielleicht nochmal mit einer Rune obendrauf, ja? Okay, die verwendeten Kartendecks findest du natürlich auch unten in meiner Infobox. So, was sagen dir die Schutzengel, was in der nächsten Zeit wichtig sein wird für dich? Oh, Ehrlichkeit und Kommunikation. Ne? Also, man soll hier wirklich in der nächsten Zeit ehrlich miteinander kommunizieren. Egal mit welcher Person das ist, ob du jetzt mit einer Person im Clinch bist, ob das in der Liebe ist, in der Partnerschaft. Es geht hier wirklich jetzt darum, kommuniziere ehrlich mit einer Person. Also lüg dieser Person nichts vor, sondern sei wirklich ehrlich zu dir selbst, aber auch und zu anderen Personen. Dann die Lektionen deiner Seele sagen, ich übernehme die Verantwortung für mein eigenes Wohlergehen. Ja, manchmal ist es so, da tut man, weil hier die Schuldzuweisung steht, da tut man immer sagen, ja, die Person ist schuld, dass es mir schlecht geht oder es ist wegen diesem Umstand, dass es mir schlecht geht. Aber im Endeffekt geht es wirklich darum, dass du die eigene Verantwortung für dein Leben trägst. Ne? Weil wenn du diese Verantwortung an andere Menschen abgibst, dann ist es klar, dass du dann sagst, okay, ja, das ist wegen der Person und der Person, dass es mir schlecht geht. Und deswegen sollst du wirklich anfangen, zu dir selber zu stehen und die Verantwortung für dein eigenes Leben zu nehmen. Und wenn da Personen sind, die dir nicht gut tun, dann schmeiß diese Personen aus deinem Leben raus. Ne? Wenn es vielleicht jetzt Verwandtschaft ist, Bruder, Schwester, Familie, ja, dann sollte man versuchen, das hier irgendwie zu klären, ne? Und da trotzdem niemanden so groß die Schuld zuweisen, sondern du bist ja auch irgendwie mit verantwortlich dafür, wie es dir geht und wie du dein Leben auch führst, ne? Und wenn dein Leben vielleicht gerade nicht so toll ist, dann veränder etwas daran. Das möchte man dir jetzt sagen, was wichtig für dich ist. Die Akasha-Chronik sagt, du bist es wert, glücklich zu sein. Du verdienst es, fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Ja, ne, das verdient auch wirklich jeder. Jeder Mensch sollte glücklich sein. Und ich bin auch dafür, dass jeder Mensch ins Gleichgewicht kommen sollte, dass jeder Mensch an bestimmten Situationen und Lebensthemen im Leben wachsen sollte. Und ich finde, wenn jeder Mensch glücklich wäre, wäre die Welt komplett anders. Wenn jeder Mensch auf sich schauen würde und schauen würde, was kann ich denn tun, damit es mir überhaupt gut geht, damit ich die Menschen, die in meinem Leben sind, vielleicht auch mit unterstützen und glücklich machen kann. Ja, nicht, dass man immer nur so Kampfsachen hat, also ich mag das überhaupt nicht, wenn man dann ständig im Clinch, im Kampf oder in irgendwas drinne ist. Ja, also es sollte eigentlich jeder Mensch glücklich sein, aber jeder Mensch sollte das auch in die eigene Hand nehmen. Ja, nicht anderen noch ihr Glück versauen oder irgend sowas. Ja, solche Menschen gibt es ja auch, bestimmte Neider, die irgendwas versauen wollen, nur weil es denen nicht so gut geht, dann in das Leben anderer sich einmischen und da mal ein bisschen rumfuschen. Ne? Das geht gar nicht, finde ich. Oh, dann haben wir wieder, und da haben wir das auch schon, ich habe gerade noch davon gesprochen. Wir haben wieder die Kronenspiele dabei. Ne? Das war, glaube ich, in der Wochenbotschaft schon. Am Sonntag war das, glaube ich. Da geht es darum, dass irgendjemand versucht, hier Macht über dich zu erlangen, über dein Leben, über dich. Ne? Vielleicht klaut die Person noch eine gewisse Energie von dir
Und ja, hier geht es um eine Maske. Ihr seht ja hier diese Maske und diese Krone. Man möchte hier über irgendwas Macht haben, ja. Und das sollst du ganz einfach nicht zulassen, sondern du sollst hier wirklich in deine eigene Macht kommen. Na, das möchte man dir jetzt sagen, was wichtig für dich ist. Dann schauen wir hier mal. Es geht darum, dass man eine Situation, oh, das ist gut, dass man eine Situation siegreich macht, dass man wieder in seine eigene Stabilität und Gleichgewicht kommt. Der Gehängte ist hier umgedreht, das ist gut, weil man hängt nicht mehr kopfüber, sondern man soll hier wirklich wieder aufwärts stehen. Ne, man soll hier was rund machen, abschließen, vielleicht einen neuen Zyklus, der in dein Leben kommen kann mit der Welt. Es geht hier um die vollen Gefühle, 10 der Kelche, Familie, entweder sind es Familienthemen oder generell, dass du in so einer glücklichen Energie bist. Zieh dich ein bisschen zurück und mach dir vielleicht auch drüber Gedanken, wie kannst du hier etwas beenden, was dir viel, viel Arbeit und Zeit kostet, vielleicht auch. Und setz das auch um. Setz das um, dass du wieder hier in die Balance reinkommst, ja? Das ist jetzt wichtig für dich. Dann guck mal weiter. Ja, hier ist ein Schmerzen, Liebeskummer, ne? Und diesen Schmerz und Liebeskummer, den sollst du verwandeln. Geh wieder in deine romantischen Gefühle rein, geh wieder in deine Energie rein, in deine Liebesenergie hier. Egal, was da hier war, welcher Schmerz, welcher Kummer du gerade hast hier im Leben. Komm wieder in diese Harmonie, vielleicht auch mit anderen Menschen, in Beziehungen, in Partnerschaften, in generellen anderen Verbindungen. Und ja, schau auch, wie du das so machen kannst, dass es auch in Zukunft so bleiben kann. Ja, und was haben wir hier noch? Ja, ne, dass du aus dieser Unzufriedenheit rauskommst. Man ist unzufrieden, man ist in einem Kummer, man ist in einem Schmerz drinne. Schau hier wirklich, wie kannst du in Zukunft das so machen, dass du in dieser Harmonie drinne bleibst, ja, dass dir niemand diese Harmonie auch nehmen kann, dass du wieder in dieser romantischen, liebevollen Energie ganz einfach bist. Ja, und ich finde, wenn man seine Energie zu sehr zu Menschen lenkt oder zu sehr zu Dingen lenkt, die es einem nicht wert sind oder die ganz einfach einem Energie rauben, dann ist es klar, dass immer wieder Energien so in dein Leben kommen, die dir noch mehr schaden können. Egal, ob das jetzt per Brief ist, per Post, per Kommunikation mit einem anderen Menschen oder sonst was, ja. Deswegen, man sollte versuchen, in einer fröhlichen, glücklichen Energie zu bleiben. Es ist klar, man kann das nicht jeden Tag machen, weil jeder Tag ist anders und jeden Tag passieren andere Situationen im Leben, wo man vielleicht auch mal unzufrieden ist. Aber im Generellen kann man sich trotzdem friedlich und harmonisch auf diese Sachen ausrichten, ja? Okay, schauen wir mal noch, was das Lennemoor sagt. Ja, man soll die Entscheidung treffen, hier vorwärts zu gehen, ja? Wir sehen hier noch irgendwie eine Verbindung. Es geht um Verbindungen mit anderen Menschen hier. Vielleicht wurde man in Finanzen enttäuscht, in Gefühlen enttäuscht. Daraufhin war ein Kummer gewesen. Ne, man soll das hier wieder ins kleine Glück bringen, diese ganze Sache. Und diesen Kummer, da nagen ja auch schon die Mäuse dran, das ist gut. Ne, und dass man hier einen Neuanfang macht, irgendwelche Blockaden auch im Inneren bereinigt, Schmerzen im Inneren und mit der Zeit sich wieder hier harmonisch auch im Äußeren auftreten tut. Ja. Dann guck mal weiter. Hier sind noch irgendwelche Unklarheiten bezüglich entweder einer Person oder irgendwelche Komplikationen in deinem Leben. Aber die Sonne scheint da hier schon wieder durch bei diesen Komplikationen. Dann haben wir hier, ja, diese Komplikationen waren wahrscheinlich oder sind noch in deiner Tiefe. Ne? Das sind noch ein paar Unklarheiten, aber langsam scheint so das Licht, die Sonne wieder durch. Auch hier hinten kommt wieder das Licht am Horizont. Und ja, man soll dem Ganzen ganz einfach wieder erfolgreich begegnen, glücklich begegnen. Ne? Verwandle diese Unklarheiten, diese Angst, die du vielleicht noch hast, in das Glück, in die Freude wieder. Egal, ob du einer Person begegnest, die dir nicht so gut tut, einer Schlange, einer falschen Person. Ne? Richte dich auf deine Wunscherfüllung aus, wo du generell hin möchtest. Ja? Und lass das nicht so in deine Tiefe rein. Ja? Das soll ich dir jetzt hier mitteilen. Dann gucken wir mal noch, was die Engel und Ahnen sagen wollen, was jetzt für dich wichtig sein wird. Oh, 3 Karten. Da haben wir einmal die Schutzengel. Und die Schutzengel sagen dir, wir sind an deiner Seite. Du bist nicht allein in dieser Situation oder in diesen Situationen,
die gerade bei dir im Leben zutreffen. Ja, dann haben wir hier den Lord. Der Lord sagt, übernimm mit Autorität die Führung. Nimm diese eigene Führung für dich selber. Du bist der König in deinem Leben oder die Königin in deinem Leben. Und keine andere Person herrscht über dich selbst, außer du. Ne? Und dann haben wir hier den Winter. Kümmere dich um deine Bedürfnisse. Ja, vielleicht ist es jetzt Zeit bis zum Winter hier, dass du dich in diese Energie begibst, dass du hier wirklich raus aus diesem Kummer kommst, raus aus dieser Unzufriedenheit und dass du jetzt endlich hier auf deine innere Stimme, auf deine innere Instinkte hörst, weil der Wolf steht auch dafür, dass man der hört auf seine innere Instinkte und der Wolf ist ein Rudeltier. Ja, guck hier, wie kannst du es so machen mit deiner Gemeinschaft zusammen, dass man ein friedliches Leben leben kann? Ja, und darum geht es jetzt eigentlich, ne? Dass sich das im Außen auch gut anfühlt und zeigt. Egal was da gerade ist, hör auf deinen Instinkt. Kümmere dich auch um deine Bedürfnisse im Leben. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt gucken wir mal, welche Rune oben drüber steht. Welche Rune steht über dieser ganzen Situation? Ja, das ist die Ansus und die Ansus sagt, kommuniziere weise, ne? Ehrlichkeit und Kommunikation. Kommuniziere weise, überlege bevor du redest. Das können wir auch sagen. Ne? Die Ansus ist auch dafür da, man sagt, Gott ist am Ruder. Kommuniziere mit oben, kommuniziere mit deinem Inneren, kommuniziere mit anderen Menschen weise, so dass man ihnen nicht schadet, ja, sondern dass man hier wirklich eine bewusste Kommunikation hat, eine bewusste Kommunikation. So kann man das im Großen und Ganzen sagen. Jetzt aktiviere ich diese Rune noch, damit die auch reell wird, ne? Kommuniziere hier weise in deiner Situation und genau. Ja, meine Lieben, und das wird jetzt für euch wichtig sein, ja, in der nächsten Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne kommende Zeit. Ganz, ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Kraft, ganz, ganz viel Schutz auf eurem Weg und wir hören uns bald wieder. Ciao.